Abend an die zahlreichen Webinarteilnehmer. Mein Name ist Wolfgang Binder und ich heiße Sie natürlich auch im Namen von FX Flat recht herzlich willkommen zu unserem heutigen ATAS Webinar. Diesem geht es um die Volumenanalyse mit den fortschrittlichen Tools von ATAS und das Ganze dann untergebrochen auf Beginner bzw. Anfänger. Moderieren wird das Ganze von dem ATAS-Spezialisten Michael Burgstaller. Bevor wir jedoch starten, komme ich nicht drum herum, Sie auf das Risiko hinzuweisen, und zwar das Webinar beginnt nur zu Schulungszwecken. Die Meinung des Referenten muss nicht der von FX Flat entsprechen und wir geben hier keine Handelsempfehlung. Ja? Der Michael ist schon bereit? Natürlich. Super, dann übertrage ich und wünsche allen viel Spaß. Sodala, kann man mich gut sehen und hören? Das ist mal ganz wichtig. Ganz wichtig, ja. Da kommen die ersten Ja's daher. Das ist gut. Dann fangen wir an mit dem heutigen Thema. Wir haben ja heute die Volumenanalyse und die nötigen Tools dazu. Wie immer bei meinen Webinaren fangen wir an vorab mit ein paar Neuigkeiten, die es in der Plattform gibt, was sich gerade rührt, damit ihr alle wisst, was los ist im Moment. Und dann werden wir eine kurze Theorie machen und dann werden wir uns ein paar Charts anschauen. Ich denke, das wird heute eine relativ interessante Session werden. Dann fangen wir mit den Neuigkeiten an, die es in ATAS gibt. Gut, sehen tut's ja alle was, das ist gut. Ich habe hier wie immer bei unseren Webinaren die Alpha-Version, damit ich euch auch die neuen Sachen zeigen kann. Und wie ihr seht, ich hoffe, ihr könnt es sehen, gibt es hier schon den neuen Button. Dieser neue Button ist im Prinzip ein neues Modul, das die Portfoliogruppe ersetzen wird. Wir haben jetzt circa, die Portfoliogruppe ist ein Tool für euch, wo ihr mehrere Accounts mit einem Account handeln könnt. Das Tool haben wir circa ein Jahr lang jetzt auf Beta-Status gehabt und haben Feedback von den Kunden geholt. Und haben wir natürlich geschaut, was geht besser, was geht einfacher. Und das Ding ist jetzt in den Startlöchern und kommt in aller Kürze für euch raus. Ich zeige euch nur ganz schnell, um was es dabei geht, damit wir das gleich abhaken können. Also, das Copy Trading Modul ist nichts anderes als wie ein Gruppierungsmodus. Ich zeige euch das jetzt live, wie das funktioniert und was das macht. Also, ich kann eine Gruppe anlegen, kann sagen, diese Gruppe, der Master Account, und kann sagen, ich möchte so und so viele Slave Accounts drinnen haben. Und dann kann ich mir aussuchen, ob ich Positionen, also mit alle Limits, Positionen, nur die Positionen übertragen möchte oder alle Orders mit den Limits. Kann auch noch einstellen, ob ich das bestätigt haben möchte, ob er Benachrichtigung haben möchte und so weiter und so fort. Und kann hier auch noch den Ratio angeben, sprich, ich kann sagen, wenn ich auf Main Account einen Kontrakt reindrücke und diesen Handel, kann ich hier diesen multiplizieren. Also kann man hier blitzschnell mehrere Gruppen anlegen. Und ich möchte euch nur schnell zeigen, im Demo. Ich hoffe, es funktioniert auch, was ich euch zeigen möchte. Das ist immer so ein bisschen der Vorführeffekt. Aber ich versuche, das so schnell wie möglich durchzukriegen für euch. So. Jetzt haben wir da zwei Charts. Einigen von euch ist schon aufgefallen in den Updates, Dome Trader und Chart Trader sind nach unten gerückt hier, rechts unten im Chart. Dann wählen wir links quasi den Hauptaccount und rechts wählen wir den Slave Account. Das ist der 88A, das sind alles Demokonten. Ja. Ich schalte das jetzt dann scharf hier. Ich hoffe nur, dass ihr das seht auch. So machen, so machen, so machen. Ich hoffe, man sieht das dann einigermaßen. Etwas kleiner Bildschirm hier. Ich schalte das scharf. Jetzt läuft die Gruppe, das Copy Trading. Und rein theoretisch, wenn ich hier was drücke, wird es am zweiten Account automatisch mitgehandelt. Also das ist der Sinn der Sache. Wir haben dieses ganze Copy Trading Modul eben, das kommt anstatt dieses der Portfoliogruppe. Die Portfoliogruppe war einigermaßen schwierig zu handeln, das Ganze. Und deswegen haben wir das gemacht. Das funktioniert
Einwandfrei. Jetzt ist der Gruppenmodus hier auf Positionen höchstwahrscheinlich, ja. Wenn ich den auf Order stelle, nehmen wir das mal raus, dann kopiert er eben die Order auch mit, sofern das läuft. Vergessen noch auf Play schalten, so jetzt. Ihr seht, wenn ihr auf einem Account was macht, wird das automatisch auf den anderen Accounts gespiegelt. Ihr könnt ja unlimitiert viele Gruppen erstellen und ihr könnt auch unlimitiert viele Sub-Accounts hinzufügen. Ja. Ihr habt hier, das zeige ich euch noch und dann sind wir fertig hier. Wir gehen jetzt einfach nochmal in den Market Order rein, damit wir das sehen. Ich kann hier im Prinzip das Gesamtportfolio dann die Gruppe anwählen und die Untergruppen. Ich sehe den P&L auf allen Unteraccounts. Ich kann schließen auf allen Unteraccounts. Ich kann mir aber auch die Orders anzeigen lassen, was ich auf den Unteraccounts und in den Gruppen gemacht habe. Und hier kann man die dann auch freigeben, wenn man das auf Freigabe stellt. Und da sieht man halt eben, ob die Order storniert worden ist, was ich da gerade früher gemacht habe, ob die Positionen laufen und wie die Unteraccounts laufen und kann auch hier im Prinzip dann die Dinger raushauen. Gut, das ist das Copy Trading Modul. Wie gesagt, das ist am Fertigwerden. Es gibt noch ein paar Kleinigkeiten, die da geändert gehören, die noch nicht hundertprozentig passen, aber das kommt in Kürze für euch und wird komplett die Portfoliogruppe ersetzen. Das war der erste kleine Teil. Der zweite kleine Teil, den habe nicht mal ich hier in der Alpha drin, deswegen habe ich von meinem Entwickler ein kurzes Video bekommen, an was die gerade arbeiten. Es ist so, ihr seht jetzt Zeichenobjekte. Das heißt, die Technik, jetzt macht einen Doppelklick, geht in den Settings und stellt dieses Zeichenobjekt auf global. Auf der technischen Seite sind wir fertig. Das heißt, wir haben jetzt in Kürze alle Zeichenobjekte global. Alles, was es in Atlas gibt. Wir werden hier noch schauen, was Sinn macht mit der Gruppenfunktion, um euch einfach die Arbeit zu erleichtern hier. Aber ihr seht, es ist egal, wie man dann das Zeichenobjekt anfasst, auf wie vielen Charts das es ist. Wenn es global gestellt ist, macht es im Prinzip jegliches Zeichentool dann global und man kann dann wirklich alle Zeichentools global verwenden. Wir werden dann auch ein paar gute Funktionen dazu tun, weil sehr viel Kundenfeedback von eurer Seite gekommen ist, was eben diese globalen Zeichenobjekte betrifft. Der Sascha fragt, wie lange man circa für ES zu EMES braucht und ich weiß, ob was die Frage abzielt. Und dann gehen wir kurz von den globalen Zeichenobjekten weg. Also wie gesagt, die sind auch in Kürze für euch da. Und gehen wir zurück in dieses Copy Trader Modul. Ich habe ja gesagt, das ist noch nicht ganz fertig. Hier fehlen noch Funktionen. Es wird hier auch in der Gruppe eine Option geben, dass dieser Unteraccount zum Beispiel ein kleinerer Account ist. Dann hat man hier eine Checkbox. Dann wird automatisch alles zum Beispiel, was man im großen Account im ES handelt, automatisch aber nur im kleinen MES gehandelt. Und diese Option wird es dann eben für alle Futures geben, die einen kleineren, ich sag's einen Bruder haben. Also das ist da gibt es einen kleinen DAX, dann gibt es einen kleinen Nasdaq, dann gibt es einen kleinen S&P 500, das kommt hier natürlich auch noch dazu. Das heißt, ihr habt dann die Möglichkeit, Cross-Trading direkt aus der Plattform ohne Umwegen zu machen und könnten direkt auf dem Großen von mir aus dann das Demo einstellen, dass ihr am Großen handelt und diese Order werden dann automatisch in den kleineren Mini übertragen. So der Plan und das kommt alles für euch. Ja. Einige wenige haben einen Zugang zur Alpha-Version, die testen das schon und wir sammeln jetzt natürlich Feedback, was man verbessern kann. Ich habe hier gesehen, dass die eine oder andere Übersetzung noch ein kompletter Schmarrn ist. Um das werde ich mich dann kümmern, bevor wir releasen. Aber das ist das, was auf euch zukommt, mehr oder minder. In der Zwischenzeit sind einige Indikatoren dazugekommen. Ich habe hier zwei am Schirm. Sehr viele haben sich gewünscht, diesen DT Sequential. Der ist fertig. Der ist in der Plattform mit allen dazugehörigen Features. Ja, also der, was den gerne verwenden möchte, kann den jetzt verwenden in Atlas. Dazugekommen ist ein Gaps-Indikator, der automatisch Gaps bis zum Retest einzeichnet. Wir haben hier den FDAX auf Tagesbasis.
Also wenn ein Gap kommt, ein Up-Gap oder ein Down-Gap, wird das automatisch in den Chart gezogen, wird markiert. Hier haben wir einen Down-Gap gehabt und ist halt bis zum Retest, zieht sich das Gap durch, hoffe ich. Soweit. Wenn wir kurz testen, wir werden doch irgendwo in den letzten 1000 Tagen irgendwo ein Gap haben, das nicht geschlossen ist. Gucken wir mal. Ja, so sieht das dann aus quasi. Ja. Also ihr habt ein Daily Gap und diese Gaps werden dann weitergezogen, bis sie eben ja, geschlossen oder angetriggert werden. Und ich finde, das ist ein gutes Feature. So übersieht man dann natürlich auch nicht von Haus aus, ob irgendwo ein Gap rumschwirrt, vor allem im FDAX, weil die ja gerne geschlossen werden oder angelaufen werden. Es gibt noch eine Menge an Indikatoren, die dazukommen. Wir werden uns damit nicht beschäftigen. Ich werde immer so ein, zwei rauspicken bei jedem neuen Webinar. Was sich noch geändert hat, ist, wie gesagt, der Chart Trader ist hier nach unten gerutscht. Hier habe ich schon Leuten gehört von den Programmierern, werden wir einen Break-Even-Button in naher Zukunft kriegen. Dieser Break-Even-Button ist dann konfigurierbar, dass man sagt, okay, ich bin in der Pose drin, drücke auf Break-Even und kann sagen Break-Even plus 1 zum Beispiel. Ja, das kann ich vordefinieren. Ist dann natürlich auch eine klasse Sache, wenn man das machen kann. Und was hier nach unten gerückt ist noch, ist der Dome Trader. Das haben wir uns voriges Mal schon angeschaut, wo es quasi um die Heatmap geht. Die kann man jetzt eben, die kleine Heatmap kann man jetzt jederzeit aufmachen. Oh, 1000 Tage Historie, das werden wir lassen. Kann man jederzeit im Chart aufmachen und hat man hier eben sofort auf der Stelle die Heatmap zur Hand, die kleine Heatmap. Hier bei den Volume Bubbles wird sich was rühren. Hier werden wir auch Delta und Kuchendiagramme kriegen. Also alles, was das Herz begehrt und alles for free für euch. Ja, von dem her sind wir da schon relativ gut unterwegs. Ich gehe kurz durch ein paar Fragen, weil einige da sind. Wenn von eurer Seite aus Fragen auftauchen, bitte, bitte, bitte. Gut. So, schauen wir mal. Ob es davon eine Aufzeichnung geben wird? Ja, definitiv. Es sind mittlerweile über 25 Stunden von unseren Webinaren zu verschiedensten Themen sind auf YouTube bei FX Flat verfügbar. Da gibt es eine eigene Playlist und da kommt das natürlich dazu. Gebt es den Kollegen einfach bei FX Flat 1, 2, 3 Tage und dann ist das hochgeladen. So. Costa fragt nur der gleiche Markt. Kann ich nicht beantworten, weil ich die Frage nicht verstehe. Der Sascha fragt, wie lange das eben dauert, bis dieses Cross-Trading da ist. Ich hätte es am liebsten schon morgen. Ich hoffe, es dauert nicht mehr allzu lange. Auf jeden Fall werden wir das Copy-Trading releasen. Ob das Cross-Trading bis dorthin fertig ist oder nicht, sonst reichen wir das nach. Ja, weil es ist ein Problem mit der Portfolio-Gruppe. Sie ist einfach schwer zu handeln. Wenn man in den Unterkonten Positionen schließt, bleibt die in der Portfoliogruppe offen. Also nur in der Portfoliogruppe, nicht die Position selbst. Die muss man dann händisch löschen und deswegen ist das ganze Handling und die Kundenfreundlichkeit von der Portfoliogruppe eigentlich unter aller eh schon Wissen. Und deswegen kriegen wir da ein neues Tool rein. Danke für die Blumen. Der Break-Even-Button wird natürlich einen Hotkey kriegen. Natürlich, ja. Alles andere wäre eine Katastrophe. Kann man in den Chart-Trader nicht die Account-Infos einfügen? Welche Art von Account-Infos sollten es denn sein? Also wir haben hier im Prinzip von den Account-Infos nur das Konto zu wählen. Und auch für alles andere gibt es ja im Hauptmenü eben die Geschichten, die sich hier unten verstecken, Accounts, da hat man wirklich Close Profit, wie viel Kommissionen, wie viele gerade an offener Position da ist und so weiter und so fort. Wenn es was Sinnvolles gibt, was man hier reinpackt, ohne dass man das Ganze überfüllt und übermüllt, bitte immer gern her mit den Ideen. Das Webinar im Juli, wir haben Juli, du meinst hier, das Webinar im Juni ist ausgefallen, ja. Hat es keines gegeben.
Hier noch eine Frage vom Johannes. Gibt es schon ein Update, ob man auswählen kann, auf welchem Bildschirm der Chart im Vollbildmodus angezeigt wird, wenn man auf den Vollbildknopf drückt? Ich glaube, die jetzige Logik ist es, dass es auf diesem Schirm, wo der Chart liegt, eben der Vollbildmodus ausgeführt wird. Ob hier eine Option kommt, dass man, wenn man hier auf Vollbild drückt, sich den Monitor auswählen kann, wo der Vollbildmodus stattfindet, weiß ich nicht. Der Julian fragt nach, was mit personalisierten Hotkeys ist. Beispiel Nummer 1 Rectangle grün, Nummer 2 Rectangle gelb. Du meinst wahrscheinlich, ich gehe davon aus, dass du das meinst, dass wir im Prinzip für zum Beispiel das Viereck vordefinierte Optionen haben. Das heißt, dass du vorher auswählen kannst von deinen Templates für Zeichenobjekte, was du nimmst. Das wird Ende des Jahres haben wir eine großzügige Überarbeitung aller Zeichenobjekte und da werden so Sachen auch Thema sein. Es werden auch so Sachen Thema sein, zum Beispiel, dass ich was einzeichne und diese Box dann definieren kann, was passieren sollte. Zum Beispiel, wenn der Kurs reinrennt, dass er automatisch in das Zeichenobjekt, dass er eine Order öffnet oder so. Also das haben wir alles im Schirm. Wir müssen nur schauen, dass das erstens kundenfreundlich und so gestaltet wird, dass sich die Leute nicht die Konten wegschießen. Ja. Ob es möglich ist, mit Hotkeys zu traden, fragt der Christian. Und jetzt schließen wir dann gleich die erste Runde ab. Den anderen Fragen beantworte ich später. Ja, natürlich ist es möglich, mit Hotkeys zu traden. Wir haben hier im Prinzip den Hotkey Manager. Da kann man vom Trading übers Charting, über den Smart DOM und globale Geschichten alle auf Maustasten oder Keyboard-Tasten legen. Ist möglich, ohne Probleme. Der Daniel fragt noch, bei ihm wird der Depth-of-Market-Indikator, das ist dieser hier, mit weniger Balken angezeigt. Das kommt immer auf den Datenfeed drauf an. Ja, also Atlas kann dir das zeigen, was vom Datenfeed kommt. So. Es ist nicht möglich, einen eingestellten Indikator zu kopieren und einen anderen Chart einzufügen. Okay. Ob der Eisberg-Indikator kommt? Jawohl, der kommt mit Sicherheit. Und es kommen noch ein paar Überraschungen, über die ich leider noch nicht reden kann. Die sind in Entwicklung. Ich kann nur so viel sagen, ein externes Entwicklerteam macht hochqualitative Sachen, was das betrifft, für die Plattform. Aber wie gesagt, ich kann da nicht allzu viel davon sagen. So, jetzt gehen wir zum Thema zurück. Jetzt habe ich einen kleinen Überblick gegeben, was es so gegeben hat, an was gerade gearbeitet wird und auch, wo Probleme liegen. Und jetzt versuchen wir eben einfach mal in die Volumenanalyse zu tauchen. Und jetzt probieren wir das eben so, dass, weil ich sehe, es sind schon wieder sehr viele neue Leute hier im Webinar und auch einige, die schon ewig dabei sind. Aber es hilft nichts. Wir werden ganz von vorn anfangen müssen. Und für das möchte ich euch einfach mal kurz eine Grafik vor dem Bildschirm klatschen. So. Jetzt hat es grundsätzlich nichts jetzt mit Trading oder sonst irgendwas zu tun, diese Folie an sich, das Thema sehr wohl. Ja, also Angebot und Nachfrage definiert den Preis. Und was haben wir hier unten dabei? Einen ganz wichtigen Punkt, das ist die Menge. Und was für einen Verkauf gilt, gilt beim Handeln auch, weil wir handeln quasi, ja, jetzt sage ich es einmal, überhaupt digitale Güter. Wir handeln irgendwelche digitalen Zertifikate oder Futures oder Aktien. Wir haben ja da nichts in der Hand, aber es macht keinen Unterschied, ob ich jetzt mit Äpfel handle, ja, oder mit Fleisch oder mit Brot. Angebot und Nachfrage stehen immer in Verbindung zur Menge. Und die Menge ist quasi das Volumen. Ich hoffe, da sind wir uns alle einig. Also das Volumen ist allgegenwärtig im Handel. Und wenn eben Angebot und Nachfrage sich die Waagschale hält, dann haben wir quasi am Chart eine Seitwärtsphase. Dann haben wir im Prinzip
eine Marktphase, wo sich Käufer und Verkäufer einig sind. Da wird halt gehandelt, wird viel gehandelt, wird viel Volumen gedreht, aber es bewegt sich halt nichts. Ne? Und wenn sich im Angebot oder Nachfrage verschiebt in irgendeine Richtung, dann geht's los. Dann haben wir im Prinzip von dieser Phase, wo wir seitwärts laufen, kommen wir dann eben in eine Phase, ja, das ist aktuell der S&P 500, wir haben eine Phase gehabt, wo das relativ seitwärts gelaufen ist. Es hat sich irgendwas verschoben, Angebot, Nachfrage, was, weiß ich nicht, waren es vielleicht News, sonstiges, müsste man anschauen. Es hat sich was verschoben und das hat eine Bewegung ausgelöst. Ja? Und das ist quasi der erste Punkt davon. Und wie hat man das früher gemacht? Ich zeige euch jetzt noch eine, den habe ich gerade bei Google gefunden, den muss ich euch zeigen. So, die letzten, einige Jahre zuvor hat man das quasi so abgebildet. Also Supply, Demand ist im Prinzip die Nachfrage. Und das Angebot. Und wir haben im Prinzip Zonen markiert anhand der Kerzen. Ja. Weil man davon ausgegangen ist, weil der Kurs hier abdreht und hier noch einmal abdreht, das muss jetzt eine Zone sein, wo eben entweder Supply oder Demand hier ist unten. Und ja, das war eben früher State of the Art. Richtig, einige machen das schon lang genug, das ist so. Nur wissen wir im Prinzip hier in dem Chart, wo wir jetzt dann nur Kerzen und Dochte sehen, nicht wirklich, was passiert ist. Wir wissen auch nicht, wie viel Supply oder Demand hier ist. Ja, wir haben nur eine Bewegung. Anhand dieser Bewegung werden eben die Zonen eingezeichnet. Und anhand dieser Bewegung, hier sieht man schön, Top-Sache, Ausbruch, Retest drauf, hat man das eben so gemacht. Und wir wissen ja alle, dass das ganze Handeln, das Trading, ist eine Interpretationssache. Ja, jeder interpretiert Indikatoren anders, jeder interpretiert den Markt als Ganzes anders. Es ist eine reine Interpretation und keiner weiß im Prinzip, was die nächsten 2-3 Minuten passiert. Auch die Vollprofis wissen das mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht, was passiert. Ja, es kommt eher darauf an, wie sie agieren und wie sie ausführen und wie sie ihr Risiko managen. Und ich möchte jetzt haben von euch, dass wir uns ganz kurz was vorstellen. Okay? Ich möchte jetzt haben wir da den S&P 500, dass an jeder Preis, an jeder Tick, ist eine McDonald's-Filiale. Also jetzt machen wir das ganz, ganz, ganz einfach von vorne, ist eine McDonald's-Filiale. Und der Chef von McDonald's, ich zeige euch da übrigens, so viele McDonald's gibt es in Deutschland. Okay. Und der Chef von McDonald's möchte jetzt wissen, der hat den Chart nicht, der hat nur aufgelistet alle Filialen, in welcher Filiale im Prinzip am meisten Burger verkauft worden sind. Wie wird er das machen? Und der Burgerverkauf ist wieder Volumen. Also wie viel Burger man verkauft, Volumen. Und wenn ich hier lauter Filialen hätte, und die hätte ich alle schon aufgelistet, dann möchte ich wissen, in welcher Filiale war denn jetzt der beste Verkauf und was war am meisten los? Dann werden wir drauf kommen, wenn wir ein Volumenprofil haben und alle diese Filialen hätten. Den Chart vergessen wir jetzt ganz schnell, deswegen blende ich ihn jetzt mal aus. Ich mache das nur ein bisschen hübsch, weil das tut weh im Auge. Und stelle das hier noch schnell auf Bars. So, und ich hoffe, hier ist per Default die Menge drin. Ja, sie ist drin. Also hat der McDonald's Manager, der jetzt alle Filialen über hat, der weiß ganz genau, okay, hier, diese Filialen haben am meisten Burger verkauft. So, das ist jetzt ganz überhaupt, was eine Volumenanalyse ist. Wir schauen im Prinzip nach, wo im Chart, wo sind meine Kerzen, wo im Chart zur eingestellten Periode, hier sehen wir den aktuellen Tag, wir können doch die aktuelle Woche nehmen, wo, zu welcher Zeit, in welchem Zeitraum, an welcher Filiale, in dem Fall in dem Preis, am meisten gehandelt worden ist. Und dann kommen wir eben drauf, dass es eben Filialen gibt, die echt super laufen, ja, und es gibt Filialen, die keinen interessieren. Also wo nichts gehandelt wird. Und wenn man in das Profil reinschaut, ich hoffe, der Vergleich, es soll keine Fremdwerbung sein, aber ich glaube, der Vergleich ist gut. Ja, also das waren grottenschlechte Filialen. Ja, die haben nur 800, 700, 800 Burger verkauft und die anderen Filialen haben 32.000 Burger verkauft. Also ihr könnt euch das ruhig so mit einer kleinen Eselsbrücke für die ganz Neuen, die da sind, die können sich das ruhig so ein bisschen vorstellen. Ja. Und der Manager, das ist derjenige, der was jetzt schaut, der besucht heute halt am liebsten die Filialen, die gut funktionieren. Und der Manager ist jetzt hier im Prinzip der Kurs.
Und jetzt vergessen wir diese Kerzen als Ganzes. Wir gehen jetzt einfach nur Linien. So. Und der Manager, der ist eigentlich gut unterwegs, weil der witzigerweise rennt der Manager nur zu den Filialen, die gut laufen. Ja, die Filialen, da hält er das ja ein bisschen auf, da hält er die Filialen, die nicht gut laufen, die sind ihm ziemlich wurscht, da rennt er vorbei. Ja, also das sollte so ein bisschen, ich hoffe, das ist jetzt nicht zu blöd, aber es ist ein bisschen so eine Eselsbrücke, wie man das Ganze sehen kann. Ja, also da, eigenartigerweise, und man kann das anschauen an jedem Instrument, quasi an jedem, weil alle ziemlich gleich funktionieren, was Angebot, Nachfrage und Volumen betrifft. Also der Manager, der interessiert sich meistens für die Filialen, für diese Preiszonen jetzt hier im Chart, jetzt gehen wir schon langsam in den Preis, die was eben interessant sind. Und interessant sind für Manager im Prinzip jetzt nur diese Filialen, die eben extrem viel Burger verkaufen oder Umsatz machen. Ist das, die ersten haben schon Hunger. Ich hoffe, das ist jetzt einigermaßen verständlich. So, und was macht man in der Volumenanalyse? Jetzt möchte ich vorab sagen, eine Volumenanalyse ist ja auch wieder so ein aufgeblähtes Wort. Du kannst ziemlich alles ins Thema Volumenanalyse reinpacken. Ja, es ist relativ schwierig, dass man sich da jetzt sagt, eine Volumenanalyse, es hat nur was mit dem Volumenprofil zu tun. Eine Volumenanalyse hat jetzt nur was mit einem Orderbuch zu tun. Das sagen meistens manche, das ist ja Orderflow-Analyse, aber was sehe ich denn hier im Orderbuch, wenn ich es hinzufüge? So, ich sehe hier im Orderbuch, was sehe ich? Ja, natürlich sehe ich wieder das Volumen. Wo, wie viel drinnen liegt, also Angebot und Nachfrage sehe ich hier quasi. Ja, hier sehe ich, was gekauft worden ist anhand dieser Angebot- und Nachfragesituation. Und im Prinzip jeder Klick auf Buy oder Sell Market nimmt im Prinzip einer Partei entweder oben oder unten ein Stück weg. Ja? Und wenn alle Stücke weg sind, dann geht der Preis runter. Wenn oben alle Stücke weg sind, wenn genug kaufen, geht der Preis rauf. Und solange da hier Stücke drinnen liegen und die so bedient werden, dass immer mehr Stücke drinnen liegen, wird der Preis nicht steigen. Ja, weil die eben wegverkauft werden müssen, damit der Kurs steigt oder fällt. Und jetzt haben wir gesagt, naja gut, Volumenprofil. Jetzt wissen wir das mit dem Manager. Anscheinend interessiert sich der nur für gute Geschichten. Das kann man sich historisch anschauen. Man kann sich das Tag und Nacht anschauen. Es wird meistens so sein, dass der Kurs vom großen Volumen zum großen Volumen marschiert. Das hat eben damit zu tun, dass sich der Markt selber reguliert, mehr oder minder. Ja, ich habe vor ein paar Webinaren habe ich das Beispiel gebracht mit dem Auto. Ja, also wir haben einen Autopreis, dann kommt News daher oder die Firma sagt, sie bauen jetzt in dieses Auto ein goldenes Lenkrad ein. Dann bewerten das die Marktteilnehmer natürlich sofort, der Preis geht rauf. Und wenn der Autohersteller sagt, ja, das war genug mit goldenen Lenkrädern, weil wir verkaufen nichts, es ist keine Nachfrage mehr da, gehen wir das Lenkrad raus, fällt der Kurs wieder runter. Das sind halt so diese, das habe ich halt immer schon gemacht, das sind diese Eselsbrücken, die ich mir Frühjahrszeiten und auch heute manchmal setze, damit ich nicht vergiss, was da eigentlich passiert. Es ist im Prinzip Angebot, Nachfrage, kaufen, verkaufen. Und natürlich gehört zu jedem Kaufen, Verkaufen, Angebot, Nachfrage ein Volumen dazu. So, jetzt wissen wir hier, welche Filialen beim Mackie gut verkaufen. Welche? Weil wir hier im Prinzip den Preis haben. In welcher Preisspanne? Zur Volumenanalyse gehört für manche Leute aber auch das stinknormale Volumen dazu. Das ist ein bisschen. So, das stinknormale Volumen. Hier wissen wir die Preisbereiche, wo die Filiale gut war. Und hier wissen wir genau die Zeit. Logischerweise, bei mir 15.30 Uhr. Was ist 15.30 Uhr? Am Ami-Markt sperrt auf, haben wir immer ein erhöhtes Volumen. Ja. Hier drinnen, das war quasi um 16.55 Uhr, sind wir nach unten gedonnert. Mit viel Volumen wieder hoch. Also hier sehen wir quasi für die Volumenanalyse, wann viel Volumen war. Und auch hier kann ich mir das Stück genau einzeichnen lassen. Jetzt machen manche Händler Folgendes und sagen, sie handeln überhaupt gar nicht, wenn ich ein gewisses Volumen nicht erreiche.
Was machen die Herrschaften? Das kommt natürlich komplett auf den Ansatz drauf an. Ja, ich streue da jetzt nur drüber, was die machen. Also die machen Folgendes, die sagen, okay, für meinen Handelsansatz, für mein, von mir aus Scalping, möchte ich jetzt bitte haben, dass der Markt mindestens, das ist ein bisschen zu viel für den S&P 500, 50.000 haben wir genau nur beim Open erreicht, mehr wie 50.000. So, das ist jetzt ja nur ein Beispiel. Und jetzt sagt der Händler, für meine Strategie, erstens brauche ich Volumen, zweitens brauche ich vielleicht Wolle oder Bewegung. Ich brauche mindestens 25.000 Stück im 5-Minuten-Chart. Also die Candle muss 25.000 Stück beinhalten, dann wird es für mich interessant. Und dann kann man sich mit diesen Tools eben auch Filter setzen, wo ich dann sage, okay, machen wir es von mir aus gelb. Wenn das erreicht ist, dieses Szenario, dieses Volumen, dann machen wir das gelb und schicken mir einen Alarm hinten nach, zum Beispiel. Das Gleiche funktioniert hier auch. Ja, ich könnte mir hier auch noch, wo haben wir es denn? Filter, hier sehen Sie, Filter, ich kann mir das hier genauso gelb machen, ja, und sagen, ich möchte Minimalvolumen, es muss ein gewisser Umsatz stattfinden. Ja, ihr seht es schon, pro Preis. Schaut wieder ein bisschen anders aus. Sagen wir 25. 25 dürfte gut sein. Ja. So. Und jetzt da habe ich hier im Wochenprofil im Prinzip meine Preise. Achtung, hier haben wir die Zeit und hier haben wir die Preise, wo über 25.000 Stück an dem Preis. Das heißt, hier, hier, hier. Also alles, was auf dieser Preisgeschichte ist, in diesen ganzen Candles hier, muss insgesamt 25.000 ergeben. Und das kann ich mir auch automatisiert zeigen lassen. Das heißt, zuerst muss ich einmal wissen, ich bin jetzt der frische McDonald's Manager, ich muss einmal wissen, was ist viel Volumen und was ist wenig Volumen für einen spezifischen Markt. Weil die Settings, die wir hier jetzt eingestellt haben, mit diesen 25.000 Stück, wenn ich hier auf den F-DAX sehe, dann wird der ganz normal sagen, danke, das wird eher nichts, weil ich habe hier in diesem Markt viel weniger Volumen. Wir haben hier, siehst du, 400, das ist der POC des heutigen Tages, also nein, das ist der Wochen-POC, hat 2000 Kontrakte, das ist gar nichts. Das heißt, in jedem Markt sind meine Settings, was die Filter betreffen, unterschiedlich. Dessen muss man sich bewusst sein, weil, sagen wir es wieder bei den Burger, weil es halt gleich ist, als wie wenn der McDonald's Burger verkauft oder der Big Mac Burger verkauft, der Burger King. Also bei uns ist es so, der McDonald's verkauft viel mehr wie der Burger King. Also muss man auch die verschiedenen Märkte mit verschiedenen Filtern versehen. Sonst wird das nichts. Gibt es Fragen dazu? Außer, dass jetzt einige Hunger haben. Ich höre schon auf mit dem Mackie. Falls Fragen auftauchen, genau zu dieser Thematik, jetzt bin ich da. Ja. Also, wir können feststellen, wo und wann viel Volumen stattfindet. Und wir wissen von unserer ersten Grafik, Angebot, Nachfrage, Marktgleichgewicht, wir wissen, dass der Markt gerne dorthin geht, wo viel Volumen war, ja, und auch gern dorthin zurückläuft, wo viel Volumen war. Wir können uns das gern bei irgendwelchen Märkten anschauen. Es wird überall in etwa gleich sein. Und damit wir uns hier leichter tun, machen wir kein Wochenprofil, sondern jetzt einmal ein Tagesprofil. Schauen wir uns den aktuellen Tag mal an, was hier passiert ist, und stauchen den Chart ein bisschen. Und was sehen wir hier? Hier ist der Session Open, der ist großteils seitwärts gelaufen. Das heißt, wir machen im Volumen eigentlich nur eine Glocke. Das heißt, hier in dem Bereich, ich sage das jetzt so, wie es ist und wie ich es eigentlich interpretiere, sind sich Käufer und Verkäufer absolut einig, was den Preis betrifft. Ja, das Ganze hat im Prinzip gestern schon angefangen. Wir sind darauf leicht überschossen. Höhere Preise sind nicht akzeptiert worden. Und dann sind wir eine Zeit lang seitwärts gegangen und wir gehen immer noch seitwärts. Und hier ist im Prinzip der Wert, der eben hier definiert ist. Moment, ich hole sie nochmal vor. Da, Marktgleichgewicht. Das haben wir. Das haben wir genau jetzt im Gold. Und das kann sich jeder irrsinnig leicht selber anschauen. Brauchst nur auf die Atlas-Webseite gehen, das Ding runterladen und einmal testen. Man kann sich eben anschauen, dass hier eben gerade alles, die sind gerade super happy. Ja? Die verkaufen, die kaufen, die verkaufen, die kaufen. Es gibt keinen Grund für Gold jetzt zu steigen oder zu fallen, weil alle zufrieden sind. Was kann jetzt passieren?
Natürlich kann Politik passieren. Es kann passieren, wir haben den Ukraine-Konflikt. Es kann passieren, wir haben irgendwelche Zinserhöhungen und so weiter und so fort, die dann direkt den Goldpreis wieder anders bewerten. Und dann sind die ganzen Jungs, die jetzt Freude haben da drin und kaufen und verkaufen, die werden dann halt sich entscheiden, na, da kaufe ich jetzt nicht mehr. Oder das ist mir jetzt zu heiß und dann werden wir einen Ausbruch haben. Ja, also es kommen externe Faktoren dazu, hier beim Gold, die den Kurs dann irgendwo hinbewegen. Wo er hingeht, das kann ich nicht sagen. Ja. Also die Glaskugel habe ich nicht. Aber wir wissen, dass hier Volumen gedreht wird. Und man kann sich das dann halt anschauen. Und deswegen bin ich der Meinung, also vorab, ich bin kein Trading Coach. Ja, ich coache nicht. Aber man kann sich, und ich bin der Meinung, ein, zwei Märkte anschauen. Es gibt Menschen da draußen, die handeln 15 Märkte gleichzeitig. Ich halte nichts davon. Das ist meine persönliche Meinung. Aus diesem Grund, weil ich das Instrument, das ich handle, relativ gut kennen muss. Ja, ich möchte ja wissen, ist das jetzt eigentlich relativ viel, was sich hier an Volumen angehandelt hat, oder ist das für Seitwärtsphase im Gold relativ normal? Ich weiß es nicht, ja, weil ich beschäftige mich nicht mit Gold. Und, so, und auch was die Markttiefe betrifft, das ist quasi das hier. Ja. Wenn man sich das in der Heatmap anschaut, an jeder Markt hat da, keine Ahnung, der funktioniert anders, der hat seine eigenen, unter Umständen Algos laufen. Jeder Markt lebt ein bisschen anders. Und ich bin halt ein großer Fan davon, wenn man sich wirklich ein, zwei, besser einen wie zwei Märkte richtig gut anschaut, den gut versteht, dort auf Chancen wartet, als 15 Märkte jetzt offen zu haben, nur weil man Angst hat, dass man irgendwo eine Chance nicht erwischt. Bringt meistens nicht viel. Ja. Gut. Hallo Alfred, diese Frage ist, glaube ich, nicht für mich. Die ist für FX Flat. Die kann ich dir nicht erklären. Stream Deck, natürlich funktioniert das Stream Deck. Da kann man ja im Prinzip die Hotkeys vergeben, ne? So viel ich weiß. Da kann man sich wirklich so ein File basteln und die Hotkeys im Stream Deck vergeben. Ich habe selber für mich, das heißt Infiniton, das ist irgend so ein China-Gerät mit 6, 12, 15 Tasten, die kann ich mir auch frei belegen und das ist natürlich super in Atlas, wenn ich da die, ich kann da im Prinzip Chart wechseln, alles direkt da von dieser zusätzlichen Mini-Tastatur, wo jede Taste in LED ist, ein kleiner, wo du dann noch Symbole drauf tun kannst. Das funktioniert einwandfrei mit diesen Tools. Ja. Wie Sie zur Atlas-Software kommen, wenn Sie bei FX Flat Kunde sind, dann haben Sie Anspruch, Atlas gratis zu bekommen. Ja, da müssen Sie im Prinzip nur mit Ihren Betreuer sprechen. Und sonst geht man auf die Webseiten atlas.net. Ja, die gibt es eh in jeder Sprache. Dort kann man sich registrieren. Dann hat man 2 Wochen gratis Demo. Das ist keine Abo-Falle oder sonstiges. Da wird im Prinzip 2 Wochen die Software aufgeschalten, so wie sie ist. Und nach diesen 2 Wochen kann man eben nur noch Kryptos handeln damit. Gratis. Und Futures und Aktien sind dann nicht mehr möglich. Da muss man halt eine Lizenz schnappen. Und bei Atlas gibt es halt den Vorteil, du kannst es entweder für einen Monat nehmen, du kannst es für ein halbes Jahr nehmen, für ein Jahr nehmen. Es wird immer günstiger natürlich. Oder du kannst eine Lifetime-Lizenz nehmen. Und die Lifetime-Lizenz, die zahlt man dann im Prinzip einmal und hat dann lebenslang erstens einmal, ich hoffe, guten Support von meiner Seite, weil ich kümmere mich sehr darum, dass alle zufrieden sind, so gut wie es möglich ist. Und zweitens sind alle zukünftigen Updates gratis dabei und man wird nicht noch einmal für irgendwelche Tools zur Kasse gebeten. Also wir versuchen wirklich mit Atlas ein umfängliches Tool zu bringen, dass das alles drinnen hat, was ihr braucht und wo man nicht für jeden Indikator und für jedes zusätzliche Tool noch einmal in die Geldtasche greifen muss. Also das möchte man tunlichst verhindern und wir versuchen da einfach ein rundes, ein gutes Produkt und das Produkt gehört auch der Support dazu und der Service, einfach das abzuliefern. Und was ich an Kundenfeedback kriege, das ist weit über 90% positiv. Ja, dass man es nicht allen recht machen kann, das ist logisch, aber also grundsätzlich muss ich echt sagen, dass die meisten das gutieren, was wir machen.
Gut, gehen wir zurück zum Thema Volumen. Also wir wissen jetzt, wir können schauen wann, ja, und wir können schauen wo. Und als ob das noch nicht ganz kompliziert genug ist, können wir jetzt in die Kerzen auch noch reinschauen. Das machen wir jetzt gemeinsam in Atlas. Ziehst du die Kerzen auf? Kerzen sind sehr oldschool, meiner Meinung nach. Die ziehst du auf. Und wenn man sie weit genug aufzieht, werden aus diesen Kerzen, in dem Falle ist es ein Delta-Profil, ich kann sie umstellen auf Volumen, Volumenhistogramm, habe ich jetzt in jeder Kerze ein Volumenhistogramm drinnen, also auch wieder ein Volumenprofil. Ja, und das Volumenprofil setzt sich ja zusammen aus der Preisspanne. Ich sehe hier die Verteilung in der Kerze, wie viel Volumen wo stattgefunden hat. Und ich kann auch einschalten, dass ich ein POC sehe und die Value Area. Macht halt bei 5 Minuten nicht so wirklich viel Sinn, meiner Meinung nach. Aber ich sehe hier dann schon mehr als, nehmen wir nochmal zurück. So, und jetzt schnappen wir uns gemeinsam eine Kerze raus. Das machen wir weg. Und wir nehmen uns jetzt genau diese grüne Kerze, die was das Tief verursacht hat, heraus. Also, wenn wir jetzt Metatrader handeln, nichts gegen Metatrader, hat alles Vor- und Nachteile. Wenn wir Metatrader handeln und wir sehen die Kerze, sehen wir genau 4 Datenpunkte von dieser Kerze. Wir wissen, okay, wir wissen ein bisschen mehr. Wir wissen, dass sie jetzt da Low gemacht hat. Wir wissen, dass sie bullisch geschlossen hat. Wir wissen das Hoch, das Tief. Wir wissen das Open und das Close der Kerze. Und dann sind wir fertig. Ja, sonst wissen wir von der Kerze nichts. Ich meine, wir können uns jegliche andere anschauen. Die ist gut, die macht gerade das Tief. Wenn wir reinschauen, dann haben wir ein bisschen mehr. Dann sehen wir, dass die unten im Doch das Volumen gemacht hat. Was sagt uns das? Dass da unten Leute waren, die eben das Zeug aufgekauft haben. Ja, mit Volumen. Das heißt, da hat sich wer reinkaut. Schauen wir mal, wie viel das war. So. Jetzt sehen wir aufs Stück genau. Wir sehen aufs Stück genau, was hier los war. Ja. Und das, und habe ich anfangs gesagt, meiner Meinung nach ist eine jegliche Art der Analyse ist eine Interpretation des Marktes. Und ich kann den Markt halt besser interpretieren, wenn ich mehr Informationen habe. Das ist halt mein persönlicher Ansatz für das Ganze. Umso mehr, dass ich weiß, umso besser ist es. Ja? Wenn ich weiß, wenn ich jetzt so hinschaue, also ich habe den Markt heute nicht offen gehabt, ich habe die Märkte sowieso relativ selten offen in letzter Zeit. Wenn ich mir das anschaue und hier sehe, dass in dem Preisbereich extrem viel Volumen gedreht worden ist, und nachdem das Volumen gedreht worden ist, sind wir dann auch mal reinkommen und dann abgeprallt, dann ist meine persönliche Interpretation von solch einer Situation, wenn ich viel Volumen habe und das geht bergab, dass eben hier die Verkäufer stärker waren wie die Käufer. Und wenn der Kurs hier zurückkommt, dass unter Umständen, wir wissen es ja nicht, das ist ja dann immer so, ich sage immer die Aufpasszone, wir wissen ja nicht, was passiert, aber unter Umständen, wenn wir hier zurückkommen, wo die Käufer stark waren, dass die Käufer wieder stark sind. Ja, reine Interpretationsgeschichte. Natürlich geht sowas nicht ewig gut, weil ihr wisst das ganz genau, irgendwann bricht dann jeder Trend. Ja, und da kann man dann schauen, ob diese Trends, jetzt haben wir gerade in dem Moment in so einer Situation, wo wir eben so eine schwache, ist jetzt eine sehr schwache Volumenzone haben, die ihr eben gehalten hat und wo man davon ausgehen kann, dass hier verteidigt worden ist. Jetzt da haben wir im Prinzip genau das Umgekehrte. Jetzt gehen wir durch. Und jetzt kann man anschauen, ob das mit Wumms durchgeht oder ob das Solala durchgeht. Und so wie es bis jetzt ausschaut, geht es mit Solala durch. Also meiner Meinung nach, wenn man sich die anderen Kerzen anschaut und was da in Stücke unterwegs ist, das macht jetzt dann nicht irgendwer Anomalie oder Ausnahme. Man kann das Ganze dann weiterdenken, wenn er denn das jetzt schafft. Das heißt noch gar nichts. Ja, also ich würde den ja bis da Zeit geben, dass das dann im Prinzip, das ist jetzt bitte nur ein Beispiel, ja. Man muss das schon ordentlich ausarbeiten. Aber man kann dann natürlich sehr gern haben, dass wir von oben dann hier reinkommen und dass, wenn das wirklich gut gebrochen ist mit Wumms und Volumen, dass das dann nach oben, dass sich das Ganze umkehrt. Das ist dann quasi aus alter Schule Paritätswechsel. Das kann man natürlich anhand des Volumens auch feststellen. Was ist denn, das ist eine Frage für euch, ich werde es ja dann gleich im Anschluss beantworten, aber das ist zum Beispiel auch so eine Frage, was man sich selber stellen muss. Ist es geschickter, in kleinen Timeframes Volumen zu analysieren? Oder ist es geschickter, in größeren Timeframes die Volumen zu analysieren? Was sagt ihr da dazu? Also,
Der erste sagt ab M5. Ja, stimme ich fast zu. M15, also ja, groß ab einer Stunde. Also ihr seht schon, es geht nach oben weg. Warum ist denn das so? Warum? Und da habe ich wieder einen guten Vergleich, den ich voriges Jahr, glaube ich, auf der World of Trading getroffen habe und der was eigentlich gut stimmig ist. Jetzt haben wir hier M1-Kerzen. Natürlich können wir in den M1-Kerzen auch große Anomalien suchen und finden. Das ist keine Frage. Wir schauen uns da jetzt an. Da ist es das größte Volumen 89, da ist das größte Volumen jetzt 90 da oben. Es ist ein bisschen größer wie der Durchschnitt. Das 139, also man kann hier auch Anomalien finden. Ich vergleiche das aber in Wirklichkeit mit einer politischen Umfrage. Jetzt nehmen wir mal an, es ist Sonntagsfrage in Deutschland und da fragen Sie ja immer ab, wer jetzt als erstes durchs Rennen geht, wenn denn am Sonntag die, bei euch heißt glaube ich, Bundestagswahlen sind. Na? Und da steht dann bei der Grafik meistens dabei, Schwankungsbreite plus minus 5%, befragte Personen 500, also das Sample 500. Die haben eben 500 Personen gefragt und dann sieht man eben die Aufteilung in Prozente, welche Partei das jetzt machen wird. Und jetzt frage ich euch im Ernst, welche Umfrage wird denn die bessere sein? Die mit 500 oder die mit 50.000? Welche Umfrage hat mehr Substanz? Natürlich, umso mehr Leute, dass ich befrage zu einem Thema, umso ein valideres Feedback oder validere Datenlage habe ich. Wenn ich jetzt 50.000 befragt, dann habe ich nicht mehr so eine hohe Schwankungsbreite. So, und jetzt legt ihr euch das ganze Thema wieder im Kopf. Sorry wegen diesen Vergleichen, aber ich glaube, das macht es verständlicher. Jetzt haben wir hier wenig, weil wir haben ja nur in jeder Kerze ein bisschen eine Datensätze. Jetzt machen wir aus diesem M1-Chart einen Stundenchart. So. Jetzt haben wir hier dem ganzen Ding einen Stundenchart gegeben und dann wird das Ganze schon interessanter. Seht ihr, was ich meine? Den kleinen Bereich, den was wir jetzt aus dem M5 rausgekübelt haben, der was hier unseren Support bilden sollte und wo wir hinten auch sehen, dass diese Kerze das auch nicht durchbrochen hat, ist im Prinzip irrelevant. Ja, das kann ich für zwischendurch nehmen, aber nicht für meine Analyse. Für meine Analyse wäre im Prinzip, wo sind wir hier jetzt im Gold? Ich zeige es euch, wie es ist. Ich habe es euch eh schon einige Male gezeigt. Einige von euch kennen das. Man kann mit dem Cluster Searcher hier Bereiche filtern. Dann kommt man drauf, welche Bereiche extrem hoch sind vom Volumen her. Und dann schaut man sich das an und markiert sich dieses im Chart. Schauen wir uns ein paar Anomalien an. Ist ja egal. Wir haben die Zeit. Ja, also, wir sind jetzt am Stundenchart. Wenn man... Und ihr seht doch alles selber, dass hier die letzten Stunden gelaufen sind und das schaut ein bisschen nach einer Anomalie aus, oder? In dem Preisbereich war irgendwas los. Was? Weiß ich nicht. Es war irgendwas los, es ist gut gehandelt worden. So, warum sind dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Stunden, 9 Kerzen die Preise da nicht drüber gegangen? Ist es Zufall? Schauen wir weiter. Ja, gucken wir mal an, was los ist. Wir haben hier eine gute Zone, meiner Meinung nach. Ja, ich möchte gar nichts einzeichnen. Wir haben hier eine gute Zone mit extrem viel Volumen. Wenn ich mir die anderen Kerzen anschaue, wir haben hier 15.000, rundherum 15.000, 10.000, ja, und spitz zulaufend. Das heißt, das ist markant. Ja, diese Kerze hat hier geschlossen. Diese Kerze hat hier geöffnet. Sie ist in diesen Bereich runtergelaufen und ist dann wieder nach oben gelaufen. Also wir tun jetzt da gar nicht hochkomplizierte Analysen machen. Ich möchte euch nur vor Augen führen, dass Volumen quasi ein Gedächtnis hat. Ja, hat definitiv ein Gedächtnis. Und wenn man das im Kopf hat und zumindest sich damit beschäftigt ein bisschen, dann weiß man zwei Stunden später, wenn der Kurs hier runterkommt, für zwei Ticks genau in die Zone, könnte man unter Umständen aufpassen, vielleicht passt es zur Strategie, ja, vielleicht hat man eine Strategie parat, die gerade passt, dann wäre das ein zusätzlicher Faktor. Ja, schauen wir weiter. Ihr könnt auch ein Datum nennen, ich kann da jeden Tag anschauen. Ja. So, nächstes. Hat auch gedauert, bis diese Volumenzone gebrochen worden ist nach oben. Also, natürlich ist es kein heiliger Gral, bei Gott nicht. Ja. Aber schaut es euch an.
macht oben viel Volumen. Kerze schließt hier positiv. Kerze öffnet hier. Geht rauf, geht runter. Ja, ich möchte es jetzt nicht Idioten einfach machen. Möchte ich nicht, aber ich möchte nur, dass ihr euch bewusst werdet, dass ihr das einfach ein bisschen mit anschaut. Ja, also das ist meiner Meinung nach wichtig und man kann das natürlich in die Höhe treiben. Ja, mein persönlicher Timeframe für solche Geschichten ist sowieso da, für die Standortgeschichten ist im S&P 500 ist bei mir der H4-Chart. Ja, da habe ich noch ein größeres Sample im Prinzip. Ich habe noch mehr Datensätze drinnen und weiß noch genauer, wo viel los ist und wo wenig los ist. Ja, und das geht ja, das haben wir gesagt, Angebot, Nachfrage. Und wir möchten wissen, welche Menge. Die Menge ist wichtig für uns. Ne? Und wenn wir uns das Ganze anschauen in diesen Charts, es ist immer das gleiche Spiel. Ja? Was aber nicht heißt, dass es immer hundertprozentig funktioniert. Seid mal nicht böse. Ja? Jetzt haben wir im 4-Stunden-Chart und haben wir hier am 30.06. um 20 Uhr diese Kerze gemacht. Mit diesem Volumen. Wir haben das angetestet, das zähle ich nicht, so fair muss man sein. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal. Und das ist reine Interpretation, ob sie hier noch dabei gewesen wäre oder nicht. Das ist das Volumen hier, sonst nichts. Das da. Ja? Okay? Und man sieht auch hier, ich brauche es ja nicht einblenden, man sieht hier auch den POC, das ist im Prinzip das Maximalvolumen des Tages. So, jetzt kann ich natürlich sagen, wow, hier war der POC, den haben wir angetestet, ist runtergegangen. So, jetzt verschieben wir das aber hierher. Hier haben wir auch den POC gehabt. Ja, der war ihm komplett egal. Im Gegenteil, wir haben hier auch noch einmal Volumen genau in dieser Zone gemacht. Ja, also man sieht auch hier schön, umso tiefer, dass der Kurs gekommen ist, umso mehr Volumen hat er gemacht. Von oben runter. Und ganz interessant sind die Zonen. Wenn ich ich sage so, es ist quasi nicht, es ist mehr eine Volumenzone, ein High Volume Node ist es ja fast nicht. Wenn ich eine Zone habe und ich gehe rein in die Zone und sehe aber anhand der Kerze, umso weiter ich in die Zone reingehe, umso weniger, ich mache es schön groß, dass wir es sehen, umso weniger Interesse. Das ist ja ein Paradebeispiel. Ja? Also wir haben hier Volumen gemacht, dann sind Stunden vergangen, dann warten wir schon am Rechner, was passiert, wenn wir hier reingehen. Ja? Sind wir hier reingegangen, runtergeschlossen, reingegangen, runtergeschlossen, reingegangen, runtergeschlossen und das wäre so eine Paradekerze. Hier sieht man ganz schön, umso näher ich in die Zone mit dem großen Volumen reinrutsche hier, ja, umso weniger Interesse ist da. Zum Schluss waren es Nummer 487. Ja, aber man sieht hier einen kontinuierlichen Rückgang von 14.000 pro Preis bis 487 und das ist kontinuierlich zurückgegangen. Anders sieht das Ganze aus, wenn ich reingehe und das Volumen wird immer größer. Dann sind hier ja quasi die Leute wieder bereit, das als fairen Preis anzusehen. Und wir haben ja gelernt, wenn was fair ist, dann läuft es seitwärts. Muss man aufpassen. Wir sind jetzt im 4-Stunden-Chart. Man kann ja auch sagen, naja gut, der 4-Stunden-Chart läuft ja auch seitwärts, weil man ja gar nicht so Unrecht hat. Ja. Aber wir laufen hier sicher nicht seitwärts in einem kleineren Timeframe. Ja. Gibt es Fragen? Oh, gibt viel. Ah, das sind noch die Antworten. M15 ab einer Stunde, M1, M3 besser. In Wirklichkeit kann ich euch nur sagen, wie ich es für richtig empfinde. Ja, ich möchte euch nicht ein Schild rumhängen und sagen, so gehört es gemacht, das ist der Weg, wie es geht, weil jeder ein bisschen anders arbeitet. Ich komme zum Beispiel mit gewissen Sachen überhaupt nicht klar, wenn ich Positionen 5 Tage halten muss. Ja. Und wenn ich mir selber bewusst bin, dass ich mit dem nicht klarkomme, dann kann ich Sachen entwickeln oder erfinden oder probieren, um eben diesem Problem aus dem Weg zu gehen. Ja. Aber man kann hier, schaut es durch, also ihr könnt es euch selber anschauen. Also am besten ist auch das runterladen und sich das einfach einmal geben. Und schaut euch das einmal an. Und weil ich es ja schon 4-mal gezeigt habe, einmal zeige ich es noch. Bei den anderen Webinaren, aber Teile von euch sind das erste Mal dabei und die kennen das nicht. Da gibt es eben diesen Cluster Search Indikator. Das ist quasi der Google, ja, von Atlas. Hier kann ich nach Volumen suchen und das ist Gold wert. Ja. Ich kann hier sagen, ich möchte das Minimalvolumen haben bei, keine Ahnung, 10.000. Und ich möchte das nur am Preis sehen. Ich möchte diese 4 Kerle nicht sehen, only price. Dann sehe ich jetzt in den Kerzen quasi, wo mehr wie 4.000 waren.
am Preis. Ja, ich mache es jetzt ein bisschen schneller und erkläre das ein anderes Mal, warum ich hier die Price Range jetzt erhöhe und auf 2, 3 gehe und dann hier das Ganze mal 4 rechne oder mal 5. Schauen wir mal, was gut ist. So, jetzt habe ich das Ding so eingestellt, dass er mir im Prinzip alles einfärbt, wo ich auf 3 Preisen, also 3 Preisen hintereinander zusammengezählt 50.000 Stücke habe. Ja. Und so in etwa mache ich das, so ähnlich. Ja. Ich suche mir aus diesen ganzen Candles, die ihr habt, die was ja alle Profile sind in dem Sinn, suche ich mir die stärksten raus. Die stärksten. Und wie komme ich drauf, was stark ist oder nicht? Ich muss es probieren. Ich muss mir die Historie aufmachen. Ich spiele mich mit den Werten. Ja, und dann sehe ich im Prinzip, was die letzten 3, 4, 5 Wochen extrem große Volumen waren. Werden die respektiert am Chart? Und dann schaue ich mir das an. Ja, und dann haben wir hier im Prinzip auch wieder, der, was uns vorher hervorgestochen ist, der wäre dann auch da quasi. Der wäre dann zum Einzeichnen. Für mich persönlich wieder. Ja. Dieser wäre auch zum Einzeichnen für mich. Ja, der erste hätte nicht geklappt, aber der zweite hätte geklappt, hätte Fahrradkette, aber die sind zum Einzeichnen. Und auch wenn sie nicht handelt, ihr könnt zumindest beobachten, wenn ihr das eingezeichnet habt, und das müsst ihr sowieso tun, um das zu trainieren, was passiert mit den Kursen und mit dem Volumen, wenn ich da reingehe. Wenn ich in die Zone stoße, mache ich mal das schön groß, in Echtzeit, schauen wir mal, was er in Echtzeit tut, vielleicht können wir es uns live anschauen. Was passiert, wenn ich hier reingehe? Und dann kriegt man ja ins Spür mit der Zeit, ob das Interesse verfliegt, wenn ich hier reinsteche, oder ob Schwung reinkommt. Das merkt man ja, das sieht man. Wenn man unter Umständen noch ein Tape offen hat und so weiter und so fort, dann sieht man das. So, schauen wir uns an, was er jetzt gerade macht in dem Moment. Weil alles andere ist ja wieder super. Also für mich gerade perfekt. Was würde ich jetzt machen? Wenn ich nur diesen Chart hätte, dann würde ich hergehen und würde ihn mit den jetzt markieren. Und dann habe ich zumindest jetzt einiges an Zeit, bis der Kurs wieder, das sind meine Zonen, an die ich, da warte ich im Prinzip auf den Kurs. Hier warte ich. Das ist jetzt Land für mich, was überhaupt keinen Mehrwert hat, ist rein Volumen. Also wir haben da keine Trendlinien gezeichnet, wir haben keine EMAs, wir haben keine SMAs. Das kann man ja auch alles machen. Ich arbeite zum Beispiel mit VWAPs auch. Ja. Aber im Prinzip ist das für mich Wartezone. Da passiert gar nichts. Zumindest nicht für diesen Strategieansatz, den was ich persönlich am liebsten habe für mich. Und das sind, da waren es zufrieden, die Leute, und da. Und jetzt sind wir im Prinzip zwischendrin. Und wir haben uns ja vorher angeschaut, dass sich der Preis zum Bewegen anfängt, wenn irgendein externer Faktor sagt, der Preis stimmt nicht mehr. Ja, also hier waren sie zufrieden und irgendwas hat dann oben gesagt, der Preis stimmt nicht mehr und er macht sich auf den Weg nach unten. Jetzt kann man sagen, naja, unter Umständen geht er daher. Das kann unter Umständen passieren. Aber wir sind hier schon viel zu spät. Zumindest hat man im vier Stunden Chart keine Risikobegrenzung mehr hier. Hier wäre es mir am liebsten, wenn die Kerze irgendwo da schließt, eine neue Kerze aufmacht, die hier reinfährt, kein Interesse mehr da ist und abbiegt. Ja, das ist jetzt alles relativ einfach gesagt, aber ich kann dann im Prinzip hinter diesem Volumen stoppen und kann die Reise mitnehmen und kann mein Risiko zumindest begrenzen. Ja, weil das ist das Einzige, das was ich weiß und das was ich kann. Ich kann sagen, so und so viel riskiere ich. Wo der Kurs hingeht, das weiß ich nicht und das weiß der beste Analyst nicht. Ja, nicht einmal, wo er in 2 Minuten hingeht, weil dann wären wir alle reich, wenn das wer kann. Also das Einzige, was man wirklich im Griff haben, ist das Risiko. Und deswegen ist es hier zum Beispiel in dieser Situation weit gesünder zu warten, auch wenn der jetzt nochmal darauf geht. Das ist nicht gut, ja? Weil der kann dann oben weitergehen. Also ich kann hier nicht, in meinem Horizont kann ich hier nicht einsteigen und nach oben gehen. Ja, ich müsste hier warten, bis ich hier reinstoße, bis ich sehe, dass hier im Prinzip kein Interesse herrscht und dann kann ich es probieren. Ja? Und in der Tat wäre meine letzte heute Station, wenn ich nur diese paar Kerzen jetzt reinnehme, das ist jetzt da wirklich Volumenanalyse für Dummes, wäre das meine nächste Station. Zumindest hier Steve und dann dieses. Ja. Das wäre so quasi das, was ich machen würde. Das ist jetzt wirklich aufs Einfachste runtergebrochen, wie ich die Dinger verwende. Ja. Ich habe halt auch gern, und das zeige ich euch auch noch, weil wir sind schon wieder, die Stunde vergeht so schnell, es tut mir echt leid, ich würde euch hier gerne ein bisschen mehr. Was ich auch gerne mag,
weil wir ja die ganze Zeit vor Volumen reden. Wir hätten ja jetzt hier die Volumenkerzen, dann haben wir das Volumenprofil, wir haben ein Tagesprofil, wir haben ein Wochen-, wir haben ein Monatsprofil und so weiter und so fort. Umso mehr Profile man sich irgendwo reinholt, umso man verunsichert sich dann selber wieder, weil man muss ja interpretieren. Und ich halte es halt gern clean. Ich war am Anfang so, dass ich Millionen Indikatoren und Profile und Tools und so weiter gehabt habe. Das gewöhnt man sich dann mit der Zeit ab. So. Grundsätzlich gibt es da diesen Maximum Levels Indikator. Der erleichtert mir das irrsinnig, ja, weil man sich ja dann im Kopf eigene Regeln zusammenstellt, wo man dann sagt, wenn das und das passiert, dann ist eher das und das. Und eine von meinen Regeln zum Beispiel ist, handle nicht gegen den Tagesbock an, also das tägliche Maximalvolumen. Ja, ich schmeiß mal alles andere aus. Das hat jetzt ja keinen Sinn. Das machen wir geschwind gelb. Dann machen wir es ein bisschen dicker. So, gut. Machen wir es ein bisschen länger. Je nach Schirm. Und dann machen wir es von mir aus noch so halbtransparent. Gut. So, das ist der heutige Tagesbock. Das heißt, das Maximalvolumen bis jetzt, ja, von der Session ist genau hier auf der 4604. Ja, und ich würde, wenn der nach oben geht, in diese Zone, also jetzt nehmen wir mal kurz an, der Markt steht, wir haben ja die nächste Kerze und der geht hier nach oben rein. Und ich habe aber meinen Tagesmaximumpunkt hier unten, dann handle ich den nicht gegen. Also ich mache das persönlich nicht. Ja. Wisst ihr, also wenn ich jetzt wirklich davon ausgehe, ich habe eine neue Kerze, die sticht oben rein, ich habe kein Interesse, okay, den machen wir schwarz, hier machen wir einen Stopp hin. Ganz über, also wirklich ganz easy jetzt gesagt. Und mein Tagesbock steht mir im Weg. Den möchte ich immer im Rücken haben. Ich möchte das Volumen im Rücken haben und nicht als Wand vor mir. So, jetzt habe ich es, glaube ich, einfach ausgedrückt und ich hoffe, dass das verständlich ist. Ja. Also, und von der Zielsetzung her, für mich persönlich, es kommt jetzt darauf an, ob man mit mehreren Stücken arbeitet oder nur mit einem Stück. Das macht einen gewaltigen Unterschied. Wer dann hier im Prinzip in dem Bereich da geht und hier ist dann zum Aufpassen, was er am Tief macht, wenn ich hier investiert wäre. Und hier kann es dann passieren, dass das ganze Ding nach unten geht weiter und hier wieder nach oben geht. Dann muss man sich natürlich die Vortage auch anschauen, wo die Zonen sind. Und so, wenn man das ein bisschen übt, meiner Meinung nach macht es die Analyse einfach. Zumindest hat man die Zone, wo Trade Location stattfindet. Also die sind für mich die Zone, wo ich schaue nicht ständig auf den Chart. Ja, macht mich ja wahnsinnig. Ich möchte hier, wenn der Kurs da in die Nähe von oben kommt, dann wird es für mich interessant. Das ist für mich jetzt uninteressant. Aber da sind wir jetzt bei persönlichen Befindlichkeiten und so wie ich das mache. Das heißt nicht, dass das andere so machen sollen. Aber wie gesagt, das ist halt so ein bisschen was Privates von mir jetzt halt. Und ja, ich hoffe, es hat so einigermaßen gepasst, weil wir sind mit der Zeit schon wieder drüber. Ich versuche noch die eine oder andere Frage mitzunehmen und euch zu beantworten. Gute Frage zu Heatmap. Die Intention ist besser als die Konkurrenz zu werden. Nach euren Abschätzungen, in welchem Zeitraum schätzt ihr, dass es soweit ist? Ja, ich hoffe, dass wir bis Ende des Jahres alle Key Features, die wichtig sind, haben und vor allem für euch gratis zur Verfügung stehen. Also ihr könnt ja jetzt schon bei uns Market Replay auf der Heatmap ausführen, ohne dass ihr zusätzliche Kosten an der Historie tragt. Ja. Die Frage vom Alfred verstehe ich nicht. Was macht man bei einem Währungspaar Euro, Australian Dollar? Naja, du hast ein bisschen ein Problem. Man kann Währungs-, Forex und CFDs haben ja im Prinzip nicht wirklich ein Volumen. Ja, also fällt euch diese ganze Analyseform flach, mehr oder minder. Da muss man dann zu den Währungsfutures greifen und diese anschauen, wie sie reagieren. Ich persönlich bin nicht so der Freund, ich bin so mehr der Index- und Rohstofftyp. Wenn es ans Volumenhandeln geht, ich habe keine Erfahrung, wie sich die Währungspaare oder Währungen verhalten, aber definitiv CFDs und Forex, du hast hier keine regulierte Börse quasi, der was dir die Volumen und die Handelsabläufe schickt. Ergo dessen kannst du auch hier solch eine Analyse nicht machen. Du kannst nur eines machen, du kannst was manchmal gleich läuft, aber du hast eben keine Nummern oder keine Zahlen, die du filtern kannst. Du kannst es auf Zeit berechnen.
dann siehst du halt, wie lang sich ein Kurs wo verhalten hat, aber nicht, wie viel Volumen gedreht worden ist. Sascha fragt, ob man die Schriften übereinander legen. Die sollten nicht übereinander legen, wenn die Maximum Levels auf gleichen Levels sind. Das ist ein gutes Argument. Ich mache es halt meistens so. Ich hoffe, ich finde jetzt einen zweiten Maximum Levels. Dann zeige ich dir das gleich, wie ich das mache. Wir haben hier, ich nehme einfach zweimal ein Daily, dann kann ich es dir zeigen. Im Prinzip, ich gehe einfach mit den Indikatoren auseinander und dann habe ich im Prinzip, mache ich noch schwarz, der andere, die Farbe muss man noch ändern, oh, das ist der Alarm, Text, machen wir schwarz, wo ist der zweite Text, aber ich glaube, du hast das gesehen, also da steht dann hier ein Wert und da ein Wert, also ich mache das immer etwas größer und der Kontrakt ist dann bei mir das breiteste. Ja, so umgehe ich das, wenn die Levels auf gleichem Niveau liegen, dass man es nicht lesen kann. So, ich habe noch drei Fragen, die mache ich mit euch noch. In der Wissensdatenbank von Atlas steht, dass es zu ungenauen Daten kommen kann, wenn man die Trading Workstation mit Atlas verbindet. Und er fragt, ob beim MetaTrader 5 diese Probleme nicht bestehen. Ich sage es jetzt einmal so, die Daten von der Trading Workstation sind einfach in einem Datenformat, die weder mit CQG, weder mit Rhythmic oder sonstiges zusammenpassen, die Volumen stimmen. Achtung, aufpassen. Das Datenformat beeinflusst das Delta bei diesen Geschichten. Das heißt, die schicken die Trades in irgendwelchen Paketen und die Delta-Werte können abweichen. Das heißt nicht, dass das komplett Banane ist. Der größte Nachteil bei der TWS ist dieser, dass ich eine reduzierte Markttiefe habe, wenn man die Markttiefe verwendet. Ja. Und meiner Meinung nach sind vom MetaTrader die Daten, was Futures betreffen, sauberer als die von der TWS. Der Lukas fragt, ob es Planungen gibt, dass man zum Beispiel Challenges von Fremdkapitalanbietern in Atlas simulieren kann. Ich kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt dazu leider nichts sagen. gut, das war's dann von meiner Seite. Also wer es noch nicht hat, geht auf die Atlas-Webseite, schaut euch das einmal an, es kostet nichts, es ist keine Abo-Falle, gar nichts, ihr braucht keine Zahlungsdaten eingeben, einfach runterladen und probieren. Sollten Probleme auftauchen, bin ich im Support da und ich hoffe, diese bisschen über eine Stunde hat den einen oder anderen was gebracht. Ich versuche das halt immer so einfach wie möglich für alle verständlich und auch wenn ich mich manchmal wiederhole, wiederzugeben, so dass ihr alle ein leichteres Leben habt mit der ganzen Geschichte, weil es ist so schon kompliziert genug. So, mein lieber Host, bist du da? Dann lasst mich da alleine mit euch. Nein, tue ich nicht. Okay, Host nein, ist da. Nein, gut. Also, die Daten von MetaTrader kommen über CQG. Dürfte also passen, was sie bearbeiten wird. Deswegen auch dann weniger Probleme als bei der TWS. Ja, Michael, vielen Dank. Immer super alles erklärt. Sehr gerne, sehr gerne. Ja, falls noch Fragen sind, gerne an FX Flat richten, wir können alles weiterleiten, schriftlich, mündlich, wie Sie es immer machen möchten. Ansonsten wünsche ich allen, danke ich allen für die Teilnahme und ja, einen angenehmen Abend. Michael, dir alles Gute, bis zum nächsten Mal. Alles Gute, ciao. Ciao, ciao.